Hallo, mein Lieben, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Monis Magical Vlog. Ja, wo fange ich an? Heute ist Freitag und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn ich werde heute mit BioNTech geimpft. Der Grund, warum ich heute geimpft werde, ist, ich bin eine eingetragene Pflegeperson für jemanden aus unserer Familie, möchte ich aber nicht näher drauf eingehen, aber deswegen werde ich heute mit BioNTech geimpft, weil diese Person gehört zu einer Risikogruppe. Ich habe am Sonntag die Bestätigungs-E-Mail bekommen, dass ich am Freitag, also heute, geimpft werde mit der ersten Dosis, und circa vor 3 Wochen habe ich mich dafür angemeldet. Ja, ich werde euch dann nach der Impfung kurz berichten, wie es mir geht, auch im Laufe des Tages, wie es mir geht. Und die nächste Impfung habe ich dann am 21. Mai und dann bin ich vollständig geimpft. Also bin sehr gespannt und halte euch natürlich auf dem Laufenden. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben dazu. Oder ihr könnt auch gerne kommentieren, ob ihr schon geimpft wurdet und wie eure Erfahrungen damit waren. Würde mich auch gerne interessieren. Ja, da ist der Beweis. Das Pflaster. Ich ziehe mich gerade mal kurz wieder an. Ja, die Impfung ist bereits vorbei. Es ging super, super schnell. Also mit dem Ablauf war ich sehr zufrieden. Ich musste das Dokument mitbringen, was ich per Post zugeschickt bekommen habe. Ein Nachweis, dass ich eingetragene Pflegeperson bin. Mein Perso und mein Impfausweis. Und dann bin ich da hingefahren. Das ist schon ein bisschen weit weg gewesen, das Impfzentrum. Eine halbe Stunde circa von mir entfernt. Aber als ich da war, ich musste kurz draußen warten, ich glaube so 5 bis 6 Minuten, waren so, glaube ich, so 6 Leute vor mir, aber sobald ich drin war, ging es super smooth, haben mir alle meine Dokumente eingesehen, ob ich alles dabei habe, was notwendig ist. Dann musste ich kurz zur Anmeldung, habe kurz zum Arzt gesprochen, da kann man natürlich Fragen äußern, ich muss mal kurz den Arm wechseln, das ist nämlich der Impfarm. Genau, konnte kurz mit dem Arzt reden, ob ich Fragen habe, irgendwelche Bedenken etc. pp. Also ich rede da ganz normal mit einem Arzt. Und ja, ich hatte keine Fragen. Ich habe nur gefragt, wenn ich Kopfschmerzen bekommen sollte, ob ich Paracetamol nehmen muss, weil ich gehört habe, man darf irgendwie nur Paracetamol nehmen, aber Ibu, meinte sie, geht auch. Besser wäre natürlich Paracetamol, aber Ibu geht auch. Ja, dann wurde ich auch schon geimpft, Klar, kurz ein Stich, aber ich wurde vor kurzem gegen Hepatitis geimpft, das war schmerzvoller. Ja, und dann musste ich noch 15 Minuten eigentlich warten, aber nach 10 Minuten haben sie mich schon gehen lassen in so einem Warteraum. Da hat man hinter sich so eine Sanduhr gehabt, ganz oldschool. Und ja, da musste ich dann warten, ob ich irgendwie Reaktionen habe auf die Impfung. Ansonsten bin ich dann wieder heimgefahren mit meinem Impfausweis, den zeige ich jetzt auch noch als Beweis, ne? Da steht es drin, meine BioNTech-Impfung. Wie gesagt, die zweite ist dann am 21. Mai. Wie ich mich fühle bisher? Ganz normal. Also ist jetzt schon, wie lange ist es her? Ich muss jetzt zwischendurch noch arbeiten. Ich glaube so circa 3-4 Stunden ist die Impfung jetzt her. Und bisher fühle ich mich normal. Mein Arm tut nicht weh, also klar. Weil ich jetzt die Kamera halte, wird es ein bisschen schwer, aber das wird bei dem anderen Arm wahrscheinlich auch sein. Und links ist ja auch noch mein schwacher Arm. Ich habe mich extra da rein impfen lassen, weil, wie gesagt, schwacher Arm, nicht Schreibarm etc. Deswegen, falls ich Armschmerzen bekommen sollte, dass ich da nicht mit meinem Arbeitsarm sozusagen Schmerzen habe. Ja, ansonsten keine Kopfschmerzen, fühle mich normal. Es kann natürlich noch kommen, ich berichte euch natürlich darüber. Und ja, jetzt habe ich hier schon mal meinen Platz vorbereitet. Ihr seht da schon die Softbox und hier ein paar Bastelsachen. Ich nehme jetzt gleich ein neues DIY-Video auf. Verlinke euch die Impfung, ich habe schon einen Sprachfehler. verlinke euch das Video aber schon bei dem i, weil der Vlog kommt nach dem DIY online. Das ist der Plan. Deswegen schaut bei dem i vorbei oder auf meinem Kanal. Das Video ist bereits online, aber ich werde es gleich erst noch filmen. Es wird was ganz Cooles. Man braucht nicht viele Sachen und ja, zeige ich euch dann später im Vlog. Genau, aber vorher muss ich noch was essen. Ich mache mir gerade meine super leckere Lasagne im Thermomix. Kann ich euch nicht zeigen, weil Thermomix-Rezepte nicht veröffentlicht werden dürfen. Aber die schmeckt sehr gut von dem ganz normalen Kochbuch. Vom Thermomix. Die dauert zwar ein bisschen länger, aber sehr lecker.
Ja, da bin ich wieder. Kurzes Update nach meiner Impfung. Mir geht's blendend. Es sind jetzt fast 24 Stunden her, dass ich die Impfung bekommen habe. Ja, ist schon der nächste Tag, weil ich gestern sehr, sehr lange am DIY gesessen habe. Aber mir geht's blendend. Gestern Abend, kurz vorm Schlafen, hat mein Arm ein bisschen angefangen weh zu tun, aber nicht nennenswert. Aber jetzt ist es auch wieder vorbei. Also tippitoppi. Und ja, ich wollte euch ja noch zeigen, was ich gestern gebastelt habe. Ihr könnt das natürlich in meinem DIY-Video sehen, wie das konkret abgeht. Und zwar das hier. Ja, Mickey-Körbchen. Dekorative Körbchen könnt ihr für alles Mögliche benutzen. Für Deko, für euren Schminktisch, fürs Bad. Egal wie. Schaut gerne in dem Video vorbei, verlinke ich euch bei dem i. Und ansonsten gucke ich gleich die Beerdigung von Prinz Philipp. Und ah ja, ich kann euch noch was zeigen. Ah, ich habe schon weggeräumt. Hab's gerade in der Story gezeigt. Jetzt habe ich noch ein Paket von Shop Disney bekommen. Und zwar neue Öhrchen. Einmal hier die schönen Ohren. Und einmal hier die wunderschönen pastellfarbenen Ohren. Also, die passen auch super zu dem Spill Jersey. Ich liebe sie. Wirklich wunderschön. Gibt es auch zurzeit noch bei Shop Disney. Also, wenn ihr die nachkaufen wollt, einfach vorbeischauen. Aber ich zeige sie auch nochmal in meinem, was haben wir? April-Haul. So, und das war es erstmal von mir. Ja, ich habe mir lange überlegt, ob ich den Vlog jetzt noch länger mache oder es nur bei dem Thema Impfen belasse. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich es bei dem Thema belasse. Da es, finde ich, schon ein sehr wichtiges Thema ist. Jeder sollte es aber für sich selbst entscheiden, ob er sich impfen lässt. Oder nicht. Ich, wie gesagt, ihr habt es ja schon gesehen, ich habe mich impfen lassen. Ich werde mich auch das zweite Mal impfen lassen. Und natürlich werde ich euch auch berichten, wie es mir nach der zweiten Impfung mit BioNTech ging. Deswegen, ich finde, es ist ein wichtiges Thema. Man sollte den Leuten auch, wenn sie Bedenken haben, die Bedenken nehmen. Jedoch, wie gesagt, muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er das machen möchte oder nicht. Ich habe Risikogruppen in meiner Umgebung und diese möchte ich natürlich schützen. Und natürlich ist die Impfung nicht ge mit gegen 100% gegen Corona. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Man kann immer noch Corona bekommen, auch die Mutation vor allem. Deswegen sollte man immer noch aufpassen auf sich selbst und natürlich auch auf die Mitmenschen. Aber ich finde, es ist ein erster Schritt in die Normalität. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und damit beende ich jetzt den Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Und ich hoffe, ihr verzeiht, dass es mal ein ganz anderes Video war. Und bis zum nächsten Mal. Musik